Hallo und willkommen zurück bei Factorio. Wir werden uns heute mal an die Nanobots ranschmeißen, was ich ja eigentlich vor x Folgen schon mal vorhatte, dass wir die kleinen Viecher bauen. Hier lassen wir mal ganz fleißig weiter forschen. Ich habe mir auch nochmal das Tutorial von der Catherine of Sky hergetan, wo man sieht, wie sie die Dinger vom Setup her quasi platziert hat, wie sie die Dinger produziert. Ich hatte das nämlich nicht mehr im Kopf, ich wusste gar nicht mehr, was man dafür braucht. Und ja, ich hätte es natürlich selber rausfinden können, selber lesen können, aber ich war zu faul dazu. Im Endeffekt müssen wir allerdings erst einmal die Green Circuits aufsetzen. Die Versorgung mit Green Circuits da drüben möchte ich nicht ankrabbeln, weil die ist überwiegend für unsere blaue Forschung und für die Red Circuits und ja, da möchte ich nicht reinpfuschen. Ich möchte das erste Mal hier bauen. Dazu hatten wir das Ding. Was hatte ich gesagt? Ich will nach rechts weiter bauen. Wir haben hier im Norden ja diese ganzen Klippen gehabt, ne? Ja, genau. Weil hier wollte ich eigentlich noch die anderen Forschungsstationen bauen, also die Forschungspakete fertigen lassen. Ich weiß nicht, ob der Platz hier reicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, wir könnten eine Green Circuit Station vielleicht hier setzen. Weiß auch nicht, wie viel Sinn das macht. Ja, komm, ich... Hallo? Ach, da ist dieser dämliche Felsen im Weg. Warte mal kurz. Hauen wir den schnell weg. So, Green Circuits. Stromverbindung hätten sie dann auch gleich. So. Okay, einmal Strom hierhin, einmal Strom dahin. Hier und hier. Das geht aber schnell mit der Forschung. Raketenschaden 3, da brauchen wir die blauen Pakete wieder. Okay. Dann rückt das Zeug wenigstens mal nach. Mache ich das mit den gelben? Oder, ach nee, komm, wir machen es mit den roten. Wir nehmen einfach mal die roten Fließbänder. Jetzt muss ich nur gucken. Euch packen wir da so hin, die packen wir da so hin. Sollen wir echt mit den schnellen Greifarmen arbeiten? Ich weiß es ja nicht. Haben wir die überhaupt irgendwo automatisch gefertigt? Ja, ne? Müssen wir gucken, wo. Nehmen wir uns einfach mal ein paar hundert Stück davon mit. Und dann schmeißen wir die ersten Green Circuits an. So, 1, 2, 3, 4. Da welche und da wieder welche. Die jetzt natürlich noch keine Stromanbindung haben, weil der da nicht steht. Aber jetzt dürften sie Strom haben. Sehr schön. Hier brauchen wir was? Wir brauchen Kupfer. Kupferkabel haben wir hier. Kupferkabel. Kupferplatten. Die wollte ich dann nach rechts führen, ne? Passen Sie mal kurz auf. Ich sage jetzt einfach, du gehst da rüber. Das wäre die Höhe. Dann gehst du darüber. Das ist dann der. Dann muss der dahin. Der muss dahin. Der dahin. Der dahin. Der kommt dahin. Und der dann dahin. Da setzen wir jetzt allerdings schon mal den ersten Verteiler. So, damit fängt der schon mal an. Hm.
Habe ich gerade Lampen da, zufälligerweise? Dann könnte ich die nämlich auch mal setzen. So, jetzt pass auf, wie ist das jetzt? Du brauchst den hier. Brauch den hier. Das wird dann der Output, denke ich mal. Ich brauche unterirdische. Hier so. Das ist, glaube ich, der Eisenanschluss. Nee, halt. Dich. Davon bräuchte ich etwas mehr. Und wir brauchen mehr Teilerfließbänder. Und dafür brauchen wir von dem anderen Zeug sehr viel mehr. Ja, warte mal. Ich hole mir mal ganz kurz das Eisen drüben. Beziehungsweise. Das war sehr schlau, dass ich den da jetzt verbraten habe. Ist jetzt natürlich doof, dass ich das Eisen da hinten habe und jetzt da anbinden möchte. Weißt du, wir hätten das Eisen auch hier irgendwo machen können, aber ja, mein Gott. Vor allem stellt sich mir die Frage, wo und wie. Wo und wie und wo und wie, weißt du? Kann ich den auch noch erforschen? Ja. Das müsste gehen. Und der läuft dann eigentlich hier so längs. Wenn ich jetzt sage, das wird Kupfer, das wird Kupfer, das wird Kupfer, dann kann man die drei zusammenführen. Oder wir machen 4 Kupfer und 5 Eisen oder 6 Eisen, weil Kupfer braucht man ja nicht so viel. Du brauchst eigentlich mehr Eisen. Darum könnte man sagen, 4 Kupfer, 5 Eisen. 3 Kupfer, 6 Eisen? Keine Ahnung. Ich weiß es echt noch nicht. Aber dann könnte man die hier immer zusammenführen. Und dann hat man hier den Hauptstrang. Oder wir machen wirklich mehrere Läufe, also mehrere so Bahnen voll mit dem Zeug. Was natürlich krank wäre. Das Eisen aber von unserer Hauptbasis können wir nicht abknüpfen dafür, ne? Lass mich da mal ganz kurz gucken. Gott, das sind inzwischen ganz schön lange Laufwege. Oh, okay. Ja, ist halt die Frage, wo und wie knöpfst du das ab? Weil hier kommt schon ziemlich wenig an. Hier hast du einiges, was ankommt. Das ist für die Green Circuits, die momentan ganz gut hinterherlaufen. Der hier steht still. Der fertigt hier nichts mehr. Warum? Was brauchst denn du? Du brauchst eigentlich die normalen Kräne. Ach, stimmt, da habe ich die Produktion komplett stillgelegt. Der bräuchte eigentlich die gelben Kräne, aber die werden ja hier gar nicht mehr gefertigt. Weißt du was, ich hau jetzt mal das Eisenerz kurz in eine Schmelze irgendwo. Einfach, dass wir los sind. Gelbe Kräne. Ah, nee, doch, die haben wir hier. Werden die noch gefertigt? Die werden tatsächlich... Nee, Moment, das sind die Dinger. Wo kommen die her? Die kommen von da drüben her. Die würden gefertigt werden. Braucht's aber gar nicht. Und aus irgendeinem Grund ist der Bursche beschädigt. Aha. Nee, also ich weiß nicht. Hier Eisen abzwacken ist, glaube ich, eine ganz blöde Idee. Naja, gut, was soll's. Dann hole ich mir den von da drüben halt jetzt. Ich sehe es schon kommen, dass ich wieder was umbauen muss, wahrscheinlich, aber... Naja. Oder warte mal, ich kann den ja innen lang führen. Stimmt. Dann stört sich das hier oben nämlich überhaupt nicht, wenn hier die ganzen Stränge langlaufen. Ich kann den ja hier innen. Moment. Das wird allerdings interessant.
Ja, das wird sehr interessant. Kommen wir jetzt da dann überhaupt? Das ist ziemlich doof. Ich müsste mit dem tatsächlich nach oben gehen. Also ich muss auf der Höhe arbeiten. Hier funktioniert es nicht. Das heißt hier so, das heißt, der muss wandern. Ah, toll. Könnte doch ein bisschen blöd werden. Nein, geh weg. Ist denn rechts dafür wieder nicht? So, und ich habe keine unterirdischen Dinger mehr. Ich brauche Zahnräder. Ich will die jetzt nicht alle per Hand craften. Da habe ich keinen Bock zu. Das wäre widerlich. Das wäre sehr, sehr widerlich. Kann ich hier gerade mal irgendwo klauen? Wo hatte ich die Zahnräder? Da hatte ich die Zahnräder. Ja, dann klauen wir uns hier mal ein bisschen. Na komm, rennen wir hier einfach mal durch. Oh ja, der kommt da nur spärlich mit. Es ist allerdings die Frage, soll ich hier wirklich dieses Ding da lassen? Oder. Weil der bremst es natürlich. Auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt da einen Filter setze. Filtern das Teilerfließband, das würde das Zeug schneller durchjagen. Bevorzugter Ausgang rechts. Benötigen tun wir jetzt. Wo ist, sind sie? Da sind sie. Zahnräder. Baumaterial mit geringer Dichte, was? Der kann weg. Ja, jetzt haben wir hier das Kupfer mit dabei. Das wollte ich nicht. Ja, aber siehst du, hier fließt es jetzt schon eher durch. Und es staut. Na, klasse. Naja gut, aber solange es sich staut, ist es ja, ist ja gut. Wenn es mal irgendwie nicht mehr staut, sondern hinterher ruckelt, dann ist schlecht. Achso, ich habe gar kein Eisen mehr. Nee. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Zum Glück fertigen wir da drüben genügend Eisen. Hier so. So. Gut, dann schauen wir mal. Sind zwar jetzt nicht exakt die Abstände, die wir da brauchen, aber naja, ist ja nicht so tragisch. Es ist ja nicht so tragisch. Die zwei Reihen weiß ich noch nicht. Ich glaube, die lasse ich vorerst mal stehen. So, halt, her damit. Wieso sind jetzt eigentlich die Kräne und die Fließbänder vertauscht? Warum ist hier immer alles durcheinander? Ändere ich das jedes Mal ab? Bin ich wirklich so doof oder. Ich weiß es nicht.
Das hätte ich nämlich ganz gern da oben. Das hier soll unten bleiben. Du kannst da weg. Hier hätte ich ganz gerne dich. Du kannst da weg. Hier hätte ich ganz gerne dich. So. Ja, der fängt an. Dann machen wir hier diesen da. Ich bräuchte eigentlich noch zwei davon. Ganz toll. Und ich habe keine Zahnräder. Super. So viel zum Thema. Ich gehe heute an die Nanobots ran. Wird wohl so schnell doch nichts. So. Ah, musste der hier nicht umgebaut werden? Dass das zusammengeführt wird ordentlich? Ich glaube, das musste umgebaut werden. Und zwar gehört eigentlich dann hier noch einer rein. Oh Gott, wie war denn das jetzt gleich nochmal? Wie hatten die das da gleich nochmal zusammengebaut mit dem Zeug? Ich weiß es nicht mehr. Die hat hier irgendwie schon eine spezielle Konstruktion gehabt, wo es dann so auseinander lief und in der Mitte wieder zusammen. Es ist schon etwas länger her, dass ich mir das Tutorial angeguckt habe. Kam die jetzt... Ah, nee, der kam da so nicht hin. Der kam ungefähr hier oben hin. Der kam ungefähr dahin. Wurde hier so angebunden. Und dann... Nee, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Das müsste ich mir angucken. Toll. Zum Glück habe ich so ein gutes Gedächtnis. So, Stromversorgung haben sie schon. Okay, wir können ja hier das Eisen auch abzwacken und das Kupfer und da drüben anbinden. Das dürfte ja gehen. Die Frage ist, wie Maya schicke ich das einfach hier unten durch und drehe die Dinger dann um? Das könnte man tun. Und dann sage ich, baue den hier so. Das da kann dann weg. Kräne. Kräne, Kräne. Hier nochmal sowas da. Was das hier in der Mitte soll, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Vollständig in Aktion habe ich diese Konstruktion nämlich auch noch nicht gesehen. Aber dann könnten wir hergehen und sagen... Wir setzen dich da so hin. Le Kupfer. Schicken wir dann da so hoch. Damit produziert der jetzt sein Zeug. Das kommt da drüben an. Ja. Für das Zusammenführen müsste ich jetzt echt nochmal gucken, wie sie das gemacht hat. Ich habe gar keine Ahnung. Das Eisen werden wir allerdings auch gleich nochmal brauchen. Das werde ich auch nochmal abzwacken müssen hier. Wo bauen wir denn die Dinger hin? Wir könnten die Reihe eigentlich hier hinziehen. Pass auf, wir wollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebäude. Das muss ich mir jetzt mal ganz kurz im Fullscreen-Mode da drüben angucken. Hallo Maus. Maus reagiert nicht. Toll. Also die Maus vom zweiten PC, nicht von diesem hier. Hier funktioniert es einwandfrei. Also, okay. Dann würde ich sagen, ob ich das von unten oder von oben reinführe, die Versorgung ist ja mal Jacke wie Hose. Ich sollte hier allerdings ein bisschen Platz lassen.
Eins, zwei, drei Slots müssten reichen.